Auf ein kurzes Wort. Alle Jahre wieder wird in der Zeit des Advent die Gestalt Johannes des Täufers bemüht. In diesem Jahr gleich gedoppelt, an diesem zweiten Adventssonntag und dann auch am dritten Adventssonntag, wobei man dort dann im Johannesevangelium wildern geht. Heute sind wir bei Markus. Und wir sind ganz am Anfang des Markus-Evangeliums. Und so geht es auch los. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Anfang. Das griechische Wort meint nicht so sehr, jetzt geht's halt los, sondern so etwas wie die Ursprünge, die Wurzelgründe. Und genau um diese geht es auch, wenn die Gestalt des Täufers eingeführt wird, mit diesem etwas, wie nenne ich das, angepassten Zitat aus dem Buch des Propheten Jesaja, was ja zurecht gestutzt wird, dass es auf den Täufer irgendwie passt. Wenn es von der Stimme in der Wüste die Rede ist, denn eigentlich ist es nicht die Stimme in der Wüste, sondern der semantische Schnitt ist ja beim Propheten an einer anderen Stelle, dass in der Wüste ein Weg gebahnt werden soll. Wie dem auch sei, all das wird eingespielt, also Stichwort Wurzelgründe und auch die Kleidung des Täufers, jenes aus Kamelhaaren hergestellte Gewand und der Gürtel. Es gab in der biblischen Erzähltradition bereits eine andere Gestalt, die genauso gewandet ist, und wer in der Heiligen Schrift eben bewandert ist, dem fällt das auf, nämlich der Prophet Elia. Also, es ist nicht so sehr der Anfang dieser Jesus-Geschichte, sondern die Hintergründe werden erschlossen. Und alle vier Evangelien bemühen sich ein wenig, bemüht eben, die Gestalt des Täufers einzupassen. Denn was ist das Problem? Wenn wir eigentlich historisch blicken, dann ist das nicht so eindeutig, als hätte Johannes der Täufer nichts anderes den lieben langen Tag zu tun gehabt, als zu sagen, seht das Lamm Gottes, auf ihn hinzuweisen, der nach ihm kommen soll. Es dürfte sich anders verhalten haben, dass Jesus zur Schülergruppe des Täufers gehörte. Der Täufer im Jordangraben in der Nähe Jerusalems flammende Predigten halten und eine Erneuerung ausrufen, die durchaus politische Implikationen hatte. Und dass Jesus eben von Galiläa, wo er herstammt, davon Kunde erhalten, nun dorthin gekommen ist. Die ganze Sache mit dem Täufer, das wissen wir, ging nicht glorreich aus. Er ist hingerichtet worden unter Herodes Antipas. Und damit dürfte sich die ganze Herrlichkeit des Jüngerkreises auch zerschlagen haben. Die stilisierte Geschichte der Versuchungen Jesu in der Wüste dürfte eher eine Aufarbeitung sein, dass das bisherige kaputt gegangen ist. Und dann berappelt in Anführungszeichen Jesus sich und nimmt das Gelernte des Täufers auf und gründet sozusagen eine Erneuerungsgemeinde 2.0, nun nicht in diesem heißen Gebiet dort unten bei der Hauptstadt, sondern im abgelegenen Galiläa. Wie dem auch sei, die Gestalt des Täufers also als Wegbereiter, das wollen die Evangelien erzählen, ja. Und im Advent wird es dann bemüht und irgendwie auf uns zurückgespiegelt, auch wir sollen dies tun. Neben, darf ich sagen, nichtssagenden Floskeln könnte man überlegen, was das heißen könnte. Auf den hinweisen, der kommen soll. Es geht ja nicht darum, dass wir unterwegs sind und den Leuten irgendwie vermitteln, wie feiern wir jetzt Weihnachten und wie kriegen wir den Baum her oder so etwas. Wie könnte es mit einem Kommen Gottes in dein Leben bestellt sein und wie könnte es hier auf dich bezogen sein, dass du Wegbereiterin oder Wegbereiter wirst? Weg, auch so ein lieblingsreligiöses Wort, tief im Judentum verwurzelt. Der Weg ist das rechte Tun, das gottgemäße Tun. Und Johannes der Täufer hat genau den Menschen den Spiegel vorgehalten, dass das nicht der Fall ist. Und sie bekannten ihre Sünden, wie es dann heißt.
Sünden, vom Griechischen, aber noch viel mehr vom Hebräischen, ist das vom Weg abgekommen sein. Also man soll wieder auf den rechten Weg zurückfinden, also einen Weg, der Gott in den Blick nimmt. Das ist der Punkt. Also Wegbereiter eines göttlichen Kommens könnte dann weniger bedeuten, nun ja, auf etwas zuzuarbeiten, was noch kommen soll. Ich meine, Weihnachten kommt so oder so, wie auch immer. Also nicht zuarbeiten, hinführen, sondern den Weg fortsetzen. Wäre etwas anderes. Den Weg dessen fortsetzen, der in der johannäischen Tradition von sich sagt, ich bin doch dieser Weg. Also ich bin dieser Mensch, der euch zeigt, wie ein Leben mit Gott funktioniert. Und dann, wenn wir uns begriffen als diese Menschen, die das nicht auf etwas hinführen, was irgendwann kommt, sondern etwas weiterführen, was gilt, dann wäre es sozusagen ein Weihnachtsfest, was jeden Tag gilt. Weil jeden Tag durch dein mit Gott ernst machen Gott da ist. Und vielleicht in diesen Zeiten, wo wir mehr denn je auf uns selbst gestellt sind, Anlass, uns zu begreifen als Wegwahrmacherinnen und Wegwahrmacher dieses Gottes. Gott kommt durch dich, Gott ist durch dich gekommen und Gott wird weiterhin durch dich kommen. Und dazu möge er uns segnen, Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.